Universitätsmedizin Rostock auf MV1. Gesundheit fördern, erhalten, wiederherstellen. Jedes Jahr erleiden mehr als 300.000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt und für jeden Dritten endet er tödlich. Entscheidend ist eine effektive Therapie. Sind die Herzkranzgefäße erst einmal verengt, haben sich Fettkristalle in den Gefäßwänden angesiedelt und Entzündungen gebildet, dann kann ein Blutgerinnsel jederzeit alles verstopfen. Dann muss eine Operation das Problem beheben. Dafür gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, ein Stent oder ein Bypass. Was die bessere Methode ist, darauf gibt es keine pauschale Antwort. Bypass oder Stent, diese Frage stellt sich Arzt und Patient in jedem speziellen Fall aufs Neue. Und dieser Frage gehen wir heute hier im Universitären Herzzentrum Rostock nach. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Verdacht auf Herzinfarkt. Jetzt zählt jede Minute. Rettungsdienst und Notarzt wissen genau, was zu tun ist. Per Hotline melden Sie den Patienten im Universitären Herzzentrum Rostock an und bringen ihn ohne Umweg über eine andere Klinik direkt hierher. Bei Bedarf können Sie ihn schon unterwegs medikamentös vorbehandeln. Beim Herzinfarktverdacht ist Zeit letztlich Muskelgewebe. Je weniger man Zeit verliert, desto schneller kann man dem Patienten helfen, denn desto mehr Gewebe, Herzmuskelgewebe kann gerettet werden, sodass ein Infarkt gar nicht zur vollen Ausprägung kommt. Das ist elementar wichtig und für die Prognose unheimlich entscheidend. Der 42-jährige Patient schildert die typischen Symptome. Plötzlicher anhaltender Schmerz in der Brust, die in Arme und Hals ausstrahlt. Enge Gefühl im ganzen Brustkorb, als ob jemand auf einem sitzen würde. Schweißausbruch, Atemnot und Todesangst. Weitere Faktoren verstärken den Verdacht. Er ist Raucher, leidet an Bluthochdruck und auch sein Vater hatte bereits einen Infarkt. Sieht aus wie ein drohender Infarkt. Ein Gefäß, ein Herzkranzgefäß hat sich offenbar verschlossen und wir müssen jetzt ganz schnell diesen Verschluss eröffnen, damit das Herz wieder genug Sauerstoff bekommt und ein Infarkt gar nicht erst richtig ausgeprägt wird. Schon wenige Minuten später liegt der Patient auf dem OP-Tisch in einem der drei Herzkatheterlabore, die hier im Haus rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Ein kleiner Schnitt in der Leiste genügt. Betäubt wird nur diese Stelle. Durch die Hauptschlagader wird ein Katheter quer durch den Körper bis ins Herz geführt. Professor Nienhaber hat mit diesem schonenden Verfahren reichlich Erfahrung. Etwa 4000 solcher Einsätze werden pro Jahr hier von ihm und seinen Kollegen bestritten. Jetzt wird unter Röntgenkontrolle Kontrastmittel in die Herzkranzgefäße gespritzt und so der Engpass aufgespürt. Mit einem Ballonkatheter wird die Stelle dann aufgedehnt und ein sogenannter Stent eingeführt. Ein winziges Drahtkorsett, das die Ader dauerhaft offen halten soll. Bei einem akuten Herzinfarkt ist dieser Kathetereingriff die beste Therapie. Nach 20 Minuten hat der Patient alles überstanden. Schon morgen kann er wieder nach Hause, beschwerdefrei. Ich glaube, wir waren rechtzeitig da heute, konnten den Infarkt quasi verhindern. Er wird keine langfristigen Schäden davontragen und wieder voll einsatzfähig sein und belastbar sein. Aber wie gesagt, die Situation ist jetzt eine einschneidende für ihn. Er muss seine Lebensführung ein wenig ändern und die Risikofaktoren langfristig komplett beseitigen. Auf lange Sicht müssen nun Blutdruck und Cholesterin medikamentös korrigiert werden. Auch sogenannte Blutverdünner gehören zur Nachsorge. Rauchen ist tabu. Nach dem Infarkt ist vor dem Infarkt, wenn die Patienten nicht lernen, ihr Leben neu zu organisieren. Das Herzkatheterlabor, in dem wir eben zu Gast waren, gehört zur Abteilung für Kardiologie und deren Leiter ist Professor Nienhaber. Sie sind auch gleichzeitig der Sprecher des Universitären Herzzentrums. Was verbirgt sich denn hinter diesem Begriff, Universitäres Herzzentrum? Ja, das Universitäre Herzzentrum ist zunächst mal ein Zentrum für Herzkrankheiten, in dem verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten. Die Kardiologie natürlich, an erster Stelle die Herzchirurgie, ebenso wichtig. Teile der Anästhesiologie und Mitarbeiter aus der Kinderkardiologie. Wir bilden zusammen ein Team, was für bestimmte Entscheidungen von großer Wichtigkeit, von großer Bedeutung ist und nur zusammen zu einer therapeutischen Entscheidung kommen kann. Nun gehören solche Eingriffe, wie wir eben gesehen haben, ja eher zur Routinearbeit.
Die Patienten, die zu Ihnen kommen, für die ist es ein Schicksalsschlag, der Sie wahrscheinlich aus heiterem Himmel trifft. Ist das denn tatsächlich so, dass ein Herzinfarkt ohne vorherige Beschwerden bei den Patienten abläuft? Doch, viele Patienten haben Beschwerden, die sich Tage, Stunden, manchmal schon Wochen vorher ankündigen und nur falsch interpretiert werden. Gerade jetzt mit Beginn der kalten Jahreszeit werden thorakale Schmerzen, also Beschwerden im Brustraum, in der Schulterregion, auf Erkältungserkrankungen zurückgeführt, teilweise auch auf Muskelverspannung oder orthopädische Leiden und dann verkannt, obwohl sie in Wirklichkeit schon ankündigen, dass ein Herzinfarkt bevorsteht. Gerade wenn diese Beschwerden bei Belastung auftreten oder bei Exposition mit Kälte, kann das ein wichtiger Hinweis sein, dass eine koronare Herzerkrankung, damit auch ein drohender Infarkt im Spiel sein kann. Um im Falle eines solchen Infarktes schnell reagieren zu können, scheint ja, wir haben es gerade gesehen, die Versorgung mit einem Stent im Herzkatheterlabor eine schnelle und für den Patienten auch ziemlich schonende Methode zu sein. Eine Methode, die sich in den letzten Jahren stetig entwickelt hat. Was können denn moderne Stents? Die Stents haben in den letzten 10 Jahren sind fester Bestandteil der Infarkttherapie, aber die Qualität und die Aufgabe des Stents hat sich geändert. Die Stents haben zunächst mal die Aufgabe, das Gefäß freizuhalten, haben aber die, wenn man so will, unangenehme Nebeneigenschaft oder Begleiterscheinung, dass durch den Stent mitunter das Wachstum im Koronargefäß wieder angeregt wird und Restenosen, also eine typische Stent-spezifische Erkrankung, hervorgerufen wird. Dieses Problem konnte man in den letzten 6, 7, 8 Jahren, kann man sagen, lösen durch aktive Stents, die Medikamente freisetzen, um diese Restenosierung oder Verengung zu verhindern. Das ist auch inzwischen Standard und wird bei uns im Infarkttherapieprogramm eigentlich routinemäßig angewendet. Wie lange bleiben solche Stents denn dann offen? Die Stents bleiben eigentlich offen bis auf ca. 5% der Fälle. Also in 95% der Fälle sind die wirksam offen auf lange Zeit und verhindern das erneute Verschließen eines Koronargefäßes. Wo ist denn nun die Grenze der Stentversorgung? Wann ist der Stent nicht das Mittel der Wahl? Gut, in der akuten Infarktsituation ist der Stent eigentlich fast immer das Mittel der Wahl. Aber bei dieser Gelegenheit wird natürlich klar, wie stark das Koronarsystem insgesamt betroffen ist. Ob verschiedene Gefäße, nicht nur eines, sondern drei oder zwei, nahezu alle Gefäße betroffen sind. Und wenn das der Fall ist, beschränkt sich der behandelnde Kardiologe in der Akutsituation darauf, das Zielgefäß zu öffnen, nämlich das, was verschlossen ist, zum Infarkt geführt hat, während die anderen 2 oder 3 Gefäße für den Chirurgen sozusagen vorbehalten bleiben. Und wie das aussieht, das sehen wir uns jetzt an. In großen Herzzentren, so wie hier in der Rostocker Universitätsmedizin, wurden in den letzten Jahren sogenannte Herzteams gebildet. Teams aus Kardiologen und Herzchirurgen, die gemeinsam die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten abwägen. Welche Therapie ist für die spezielle Situation des Patienten die optimalste? Von welcher profitiert er am längsten? Welche verkraftet er am besten? Stent oder Bypass lautet heute die Frage. Es geht um einen Patienten mit koronarer Herzerkrankung, einer fortschreitenden Verkalkung der Herzkranzgefäße. So, Herr Lemke, bitteschön. Danke sehr. Kommen Sie rein. Detlef Lemke ist dieser Patient. Das Herzteam empfiehlt ihm eine Bypass-OP. Gleich 3 Engstellen im Herzen sind schuld an seinen Beschwerden. Brennender Brustschmerz beim Treppensteigen, manchmal auch Luftnot und ein enge Gefühl in der Brust, als zöge jemand einen Metallring zusammen. Durch die verengten Gefäße wird das Herz nicht ausreichend mit Blut versorgt und kann nicht mehr mit voller Kraft pumpen. Diese Engstellen sollen nun mit körpereigenen Adern überbrückt werden. Die roten sind die Herzkranzgefäße, ne? Und da haben Sie Ihre Engstellen. Ne? Und wir machen jetzt also die Überbrückung hier von der Hauptschlagader über die Engstelle hinweg, jeweils dann auf das betroffene Zielgefäß. Ziel ist, dass der Muskel dann wieder mehr Blut bekommt, dadurch diese Beschwerden, die durch die Minderblutdurchblutung entstehen, weniger werden. Ich bin von der Physiotherapie. Eckert ist mein Name. Das ist aber nett. Ich habe mal so einen Atemtrainer mitgebracht. Eine aufwendige Operation am offenen Brustkorb, die schon am nächsten Tag stattfinden soll. Fast alle Patienten haben Angst vor diesem Eingriff. Ich bin ein lustiger Mensch von Natur aus. Angst in gewisser Weise ja, aber ich glaube, das kriege ich gut verdrängt. Dabei hilft sicher auch das straffe Atemtrainingsprogramm, das den 58-Jährigen auf die Zeit nach der OP vorbereiten soll.
Bypass-Operationen gelten als ausgereifte und sichere Verfahren. Operiert wird unter Vollnarkose. Jeden Tag finden hier 2 bis 4 solcher Eingriffe statt. Das erfahrene Team arbeitet routiniert und hochkonzentriert. Dr. Kaminski hat das Brustbein durchtrennt. Vorsichtig legt er das Herz frei. Eine der Brustwandarterien wird als Bypass dienen. Für weitere Umleitungen entnimmt seine Kollegin Venen aus dem Bein. Ist alles vorbereitet, wird die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen. Sie pumpt jetzt Blut und Sauerstoff durch den Körper. Das Herz steht still, damit die Bypässe angenäht werden können. Gut 200 Minuten wird der Eingriff dauern. Aufwachen wird der Patient auf der Intensivstation. 6 Tage sind seit der Operation vergangen. Schmerzen hatte Detlef Lemke kaum. Der Brustkorb ist gut verheilt. Da ich unbedingt wieder raus möchte aus diesem schönen Haus, war ich bemüht, schnell wieder auf die Beine zu kommen und auch das gemacht, was gesagt wurde. Zack, zack, schnell Übung und viel rumgelaufen und hat geklappt. Es geht mir sehr gut, sehr viel besser. Normal, dass man noch ein bisschen mit der Sprache manchmal mit dem Abhusten Sorgen hat, aber das kriegen wir alles wieder hin. Die lebenswichtige Versorgung des Herzmuskels mit Blut und Sauerstoff funktioniert wieder. Das spürt er deutlich. Morgen wird er entlassen und fährt dann erst einmal zur Kur. Bei mir ist jetzt Professor Steinhoff, der Direktor der Klinik für Herzchirurgie hier an der Universitätsmedizin Rostock und damit der Spezialist für Bypassoperationen. Ich freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlichen Dank. Die Zahl der Stentversorgungen hat in den letzten Jahren ja stetig zugenommen, während die Zahl der Bypass-Operationen eher zurückgeht. Kann es denn sein, dass auch die Befürchtung der Patienten, also die Angst vor einer so großen Operation im Vergleich zu dem doch relativ kleinen Eingriff bei einer Stentversorgung, eine Rolle spielen bei der Entscheidung? Natürlich befürchtet sich jeder Patient vor der Narkose und vor der Operation, aber diese Befürchtungen sind an sich heute nicht mehr gerechtfertigt, weil die Bypass-Operation eine der sichersten Operationen überhaupt geworden ist. Die Sterblichkeit ist sehr gering, es gibt wenig Zwischenfälle, sodass eigentlich niemand mehr Angst haben muss vor einer Herzoperation. Und das ist sicherlich auch wichtig, den Patienten zu vermitteln, dass solche Eingriffe mit hoher Sicherheit und hoher Qualität durchgeführt werden. Für welche Patienten ist denn die Bypass-Operation nun das Mittel der Wahl? Ja, nach wie vor für Patienten mit schweren Herz-Kranz-Gefäßerkrankungen, wir nennen das die Dreigefäßerkrankung, wo alle Bereiche des Herzens, der Herz-Kranz-Arterien betroffen sind, oder hochgradige Stenosen im Aufzweigungsbereich der linken Herz-Kranz-Arterie, dem Hauptstamm, die auch lebensbedrohlich sind. Dort sind nach wie vor die Bypass-Operationen am erfolgreichsten und sichern für den Patienten sowohl Leben, Überleben, aber auch Langzeitherzfunktion am besten ab. Gibt es denn Studienergebnisse, die auch Aussagen darüber treffen, wie nun die Wirksamkeit eines Bypasses im Langzeitverlauf ist? Aktuell liegen eben sehr gute Langzeitergebnisse vor für den Vergleich von Stent-Behandlung bei Dreigefäßerkrankungen oder Hauptstammstenosen, wo sich zeigt, dass bei leichteren Erkrankungen eine gleichwertige Versorgung von Stent und Bypass besteht und dass bei allen schwerwiegenden Erkrankungen die Bypässe deutlich besser abschneiden im Langzeitverlauf. Was betrifft das Überleben der Patienten, die Schlaganfallrate und auch die Rate an Wiederholungseingriffen, die auch natürlich sehr belastend sein können. Im Herzzentrum finden die Patienten also die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung. Was können Patienten denn letztlich aber auch selber tun, damit es nach der Operation weiter gut um ihr Herz steht? Sie müssen krankheitsbewusst leben, müssen sich einstellen auf die Grunderkrankung, die sie haben. Das ist eine chronische Gefäßverkalkung, die das gesamte Gefäßsystem betreffen kann und wo nicht nur das Herz betroffen sein kann. Deshalb sind regelmäßig Untersuchungen notwendig, ob irgendwo neue Probleme entstehen können der Erkrankung. Es sind auch natürlich entsprechende Vorsorgemaßnahmen, viel Bewegung, entsprechende Ernährung, Aufhören mit Rauchen und viele andere Dinge, Einstellung der Blutfettwerte notwendig, um das Fortschreiten der Grunderkrankung möglichst zu begrenzen.
und damit auch die Prognose für die Patienten deutlich zu verbessern. Herzlichen Dank, Herr Professor Steinhoff, und Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.